Ich grüße alle Strategen und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier Korunta auf dem Weg zur Weltherrschaft zu begleiten. Beim letzten Mal konnten wir Tarsus einnehmen. Korunta belagert unten Megiddo. Das dauert aber noch 2 Runden. Ich werde dieses Land vereinen. Ja, und wir machen natürlich mit unserem Feldzug weiter. Da baue ich den Handelsposten hin. Dann kannst du hier eigentlich mal wieder einen Schrein kriegen. Nehmen wir hier nochmal den Schrein der Arena. Ach, wir haben schon einen Handelsposten. Da ist der Handelsposten. Ja, das ist ja wunderbar. Monument darf ich leider nicht. Muss hier Suppi irgendwo bei sich haben. Denn baue ich das nochmal um. Warte mal. Abbrechen. Dann kriegst du hier den Beobachtungsposten. Da bauen wir den Schrein der Arena. Wir brauchen stabilere Mauern. So, da muss ich noch ein bisschen aufpushen. Dann stellst du dich hier erstmal an die Brücke. Alles für Hatti! Die Klinge von Hati. Haltet die Augen offen. Ach, warte mal. Okay, meine das war jetzt Klinge scheiße. Die haben beide keinen Handelsbonus mehr. Den hätte ich mir mal erstmal holen sollen. Aber naja. Wir sind zum hier im Endgame. Ich denke mal, geboren. Ist nicht mehr ganz so schlimm. Ja, die Armee kann auch schon mal vorrücken. Ja, als nächstes, also für Kumani haben wir alles bereitgestellt, da brauchen wir nichts mehr. Als nächstes ist Suppi dran und dann musst du rein theoretisch nach... Über Land! Norden? Na, obwohl, die hat da 2 Regionen. 3 Armeen. Na, okay, das wird vielleicht reichen. So, Iriati war da hier irgendwo unterwegs. Da. Ach Mist, die hatten wir schon von Hati. Komm, wir gehen lieber über die Erinnerung. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Hassan. Alles, was ich besitze, hart gearbeitet. Der ist hier. 2 Runden müssen wir auch noch warten. Entzündet die Feuer. Lager. Veteran aus Hati. Der steht auch schon bereit. Entzündet die Feuer. Lager. Die Klinge von Hati. Ja, ja, die stehen alle schon bereit. Baut die Zelte die auf. Erstmal alle in ein Lager, dann die räumen Klinge die erstmal von nicht Hati. Zack, alles erledigt. Wir können jetzt auch wieder entspannt bauen. Das Monument der Herrlichkeit ist ja unterwegs. Dauert zwar leider 10 Runden, aber naja. So, hier können wir erstmal wieder ein bisschen was fürs Futter tun. Für unser Volk. Zack. Gibt's erstmal die königliche Fischerei. Achso, warte mal. Können wir auch noch eine Siedlung verbessern? 2 sogar gleich. Komm, verbessern wir die. Ja, und jetzt bauen wir nur noch erstmal irgendwas mit Produktion. Da haben wir auch schon was. Ah, der königlichen Goldschmied. Sehr schön. Was haben wir hier? Arbeiterschaft können wir abreißen. Den Bronzearbeiter, den machen wir mal auf den königlichen Bronzearbeiter. Alassia. Fehlt uns immer noch eine Arbeitskraft. Auf die müssen wir noch sparen. Ema. Was geht denn hier noch? Ah, der Bezirk der Holzfäller. Den nehmen wir natürlich auch mit. Malataya. Boah, nächste Bronze pushen. Und hier haben wir dann auch nochmal eine königliche Fischerei. Sauber. Gibt es hier eigentlich wieder irgendein Special-Gebäude? Hatte ich das schon geguckt? Ich glaube nicht, ne?
alles wieder versprungen. Ja. Töpfermärkte fehlen uns Arbeitskräfte für. Das Ding kann ich auch abreißen. So, da ist Produktion alle Ressourcen. Da müssen wir hier auch erstmal warten. Nahrung machen wir ganz schön minus. Gucken wir mal, ob wir irgendwo was rauskitzeln können. Ja, mit euch handeln wir natürlich nicht mehr. Das Leben ist ungerecht. Mit genau Sichem wie ich. Haben wir erst einen Handel abgeschlossen. Machen wir aber auch am besten nichts mehr. Bierschirm ist noch relativ weit weg. Er hat jetzt nicht unbedingt Nahrung im Überfluss. Kurunta, wenn ihr auch nur blinzelt, erschlage ich euch. Ach, du bist ja lustig. Ich könnte ja mal mit Kurunta runterkommen, aber ich denke mal, dann wärst du auf einmal ganz freundlich. 450. Ist er noch nicht ganz so begeistert von. Oh, nee, Gold können wir nichts machen. So, ist er bei 1500 aber sogar noch dabei. Ein bisschen mehr geht auch noch. Alles klar, das war zu viel. 55, 56, 57. Oh, das sieht gut aus. Nimmst du auch sogar noch 60, wa? Tja, der geht noch deutlich höher. 68, jetzt nehmen wir mal 80 hier. Okay, das war zu viel. 79. Na, wo hält er an? Ja, 74 nicht, 73 nicht, 72. Oh, das gibt's doch nicht. Ein mehr hätte ich mal erstmal die 1 ausprobiert. Komm, die 1671 Nahrung nehmen wir hier noch mit. Enttäuscht mich nicht. Nein, mach ich nicht. Bei Auserwählter des Re. Oh Mensch, ey, Ramses braucht Nahrung. Erfolg um jeden Preis. Auf See haben wir ein Wort. Warum brauchen eigentlich die Seevölker im Moment keine Steine, ey? Das Leben ist ungerecht. Ihr habt doch gar keine Siedlung. Wie könnt ihr so viel Steine haben? Na, egal. Wir sind fleißig am Bauen. Scheiß auf das Nahrungsminus. Wir schießen jetzt die Runde ab hier. Bäm. Wir haben sogar im Moment eigentlich gar keinen Krieg. Nein, laufen irgendwie alle bei mir rum. Tja, der wird wahrscheinlich landen. So ist es. Ich weiß nicht, ob ihr euch unbedingt bei Kurunta rumtreiben solltet. So, der Kumani, der will jetzt meine Bronze haben. Nee, Kumani. Du brauchst keine Bronze mehr für die letzten zwei Runden, die du noch lebst. Ja, die kommt, ne, wie ich es angesagt hatte, wieder hier runter. Kommen wir aber in der nächsten Runde immer noch nicht ran, denke ich mal. Die Kaskaschen Eindringlinge laufen hier in Kumanis Gebiet rum. Und da sind wir auch schon wieder dran. Ja, die Eindringlinge wurden entdeckt. Ja, eine Runde müssen wir immer noch warten, ne? War doch so, ne? Ja, eine Runde warten. Und ein Kurunta bei der Belagerung muss auch noch eine Runde warten. Veteran aus Khati. Aha, da ist schon wieder die nächste. Boah, kann der einen Weg machen. Da ist auch schon wieder was drin. Halte die Augen offen. Dann schlägst du der mal zu.
schaust hier mal kurz vorbei. Bleibt in Bewegung! Ja, sagst sie mal ein. Die Welt frohlockt. Die Menschen wanken noch. Mach sie gleich wieder weg. So, dann stellt sich hier schon mal ein Weg. Immer weiter! Boah, wenn wir schon mal dabei sind, bewegen wir gleich die andere Polizei. Die ist hier. Die Klinge von Hati. Nicht den Mut verlieren! Der kommt an den gerade so ran. Der nimmst du mal den mit? Dann nimmst du den noch mit und dann legen wir uns hier in den Hinterhalt. Vielleicht läuft er ja hier vorbei. Obwohl, er könnte auch hier lang laufen. Hier werde ich sicherlich keine 25% mehr übrig haben, ne? Mir nach! Stellen uns hier einfach einen Weg. Oh, dann hoffe ich mal, dass wir dann in der nächsten Runde an ihn rankommen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal an den Hof. Sprecht jetzt, Höflinge. Und eure Worte werden mir eure Herzen offenbaren. Komm, wir nehmen nochmal Rebellion niederschmettern mit. Hat sich auch am Hof eigentlich nichts getan. Dann würde ich jetzt sagen, fangen wir schon mal mit den Generälen an. Richtig. So, der braucht noch ordentlich, bis er wieder voll ist. Der hat nicht so einen hohen Nachschub. Wir müssen unbarmherzig sein. Es sind allerdings hier in der Region auch drei, die Nachschub brauchen. Ich bringe mal schon mal nach Norden. Dann schlägst du der nochmal zu. Hier kommt er auch noch ran. Dann müsste er den mindestens auch noch mitnehmen können. Gibt's hier irgendwo eine Brücke? Da ist eine Brücke. Okay, hier kommt dann auch ein Gebirge dazwischen. Da schlägst du der nochmal zu. Da gehen wir mit dem hier rum. Da kommt er leider nicht mehr ganz ran. Abmarsch! So, ist der schon mal auf dem Weg. Sieht hier mit der Zufriedenheit aus. 14 durch Militärpräsenz und nochmal 5 durch Generäle. Also 19. 7 für die Gebäude. Instabilität geht ja noch auf 0 runter und dann hat er minus 6. Ich gehe dorthin, wo der Zwist herrscht. So, in 2 Runden kriegt er dann wieder eine Arbeitskraft. Lass uns doch mal kurz gucken hier. Bringt alles irgendwie nichts. Tja, ob ich mir jetzt doch mal hier... Ich gönn mir das mal doch nochmal, das Haus der Hebamme. Da wir ein bisschen schneller Arbeitskräfte kriegen. Ich dürste nach Krieg. Okay, der bleibt definitiv da drin. Dann haben wir hier unten noch ein paar Generäle. Alle werden erzittern. Iriyati. Marschiert, Männer! Guck doch mal, was da alles so drin ist. Die behalten wir. Diese ägäischen Räuber nicht. Die anderen 4 mache ich weg. Für Macht und Ruhm. Nee.
Den noch? Und den machen wir auch noch weg. Ja, die sind auf jeden Fall deutlich besser. Entlassen. Wie viele Runden hast du noch einen Bonus? 2. Dann gehen wir über den. Er kann dann eigentlich rekrutieren. Dann machen wir doch noch eine Armee fertig. Für den Angriff auf Suppi. Voran! Ja, geht's erstmal da lang. Die Klinge von Hati. So, du Mana ist quasi mehr oder weniger schon bereit, bei Saka anzugreifen. Oh lala! Hat aber aufgerüstet. Da stand in der Runde zuvor noch eine drin. Jetzt sind es schon 10. Ich habe die Kontrolle. Ah, soll uns recht sein. Da wird die Schlacht, die jetzt bevorsteht, ein bisschen spannender. Meine menschliche Maske ist betörend. So, also deutlich im Vorteil. Da in der Armee sind nur Bronzetruppen drin. Deswegen konnte er auch so viele rekrutieren, denke ich mal. Ah, quasi hat er nur 2x silberne Infanterie, 2x silberne Bogenschützen und dann 2 Generäle. Der Rest ist alles Bronze. Und dann nehmen wir hier Megiddo mal seine erste Region weg. Und da sind wir bereit für die Schlacht um Yapo. Trocken und dann Sturm. Ja, das nehmen wir mit. Das wird ein glorreicher Sieg. Ach ja, jetzt sind wir ja nicht ganz in Ägypten, aber ne, mehr oder weniger wieder unten in Ägypten. Jetzt sind die Städte halt wieder so, ja, so frei. Nicht mehr solche Festungen wie da in Hati. Würde ich mal sagen, wir kommen von der Seite und hier ballern wir ihm die Wagen vor. Da haben wir 2 hin. Da haben wir 2 hin. Streitwagen. 2 Gröpfchen. Dann stelle ich hier die etwas stärkeren Truppen hin. So, dann kriegt ihr noch 2 normale Speerträger dazu. So, erstes Trüppchen. Die dazu. Boah, der Rest kommt dahin, wo er schon steht. In Wurun Kates Namen. So. Speere! Nein, wie ist er denn jetzt da rüber geflogen? Der Sieg erwartet uns! Plänkeln auch ja. Aus. Wir nehmen den General mit. Und dann geht's los! Wir werden diese ungewaschene Horde bändigen! So, weil ihr Pferdkämpfer, der Bogenschützen. Die kommen im Moment auf jeden Fall noch nicht an uns ran. Dann geht ihr schon mal vor. Ja, dahinter. General. Ah, wir können unheimlich viele Leute von ihm noch nicht sehen. Ihr baut euch hier auf. So.
geht's erstmal weiter. Der hat auch nochmal Bogenschützen. Er verschiebt gerade seinen General. Nach ist keine Bewegung zu sehen. Straft die Räuber! Es ist zwar möglich, dass er hier wirklich so wenig. Aha, aha, aha. Er hat hier nicht wirklich so wenig stehen. Da ist noch was. Steinewerfer hat er hier. Da hat er nochmal Steinewerfer. Da werft ihr schon mal drauf. Nein, wir gehen hier vor. Speere! Vorwärts, Marsch! Mal gucken, er ist eigentlich hier auch noch irgendwo Plänkler hat. Schleuderer! Müsste eigentlich da drüben auch schon was passieren, weil wir ja schon am Schießen sind. Rekruten, Söldner. Da sind die Bogenschützen. Zwischen die Augen zielen! Hier hätte auch nochmal Bogenschützen. Da hauen gerade Plänkler ab. Ja, nochmal Steinewerfer. Heute sterben sie! So, wir gehen hier drauf. Kämpft für den Ruhm! Ihr geht komplett auf die. Denn da gehen wir auch drauf. Speere! Bereit für den Kampf! Na, warte mal, die eine hier, weil die schon am Blinken ist, dann ballert doch noch mal weiter da drauf. Immer vorbeiquetschen. Pflichtbewusst. Dann kommst du gleich von hinten. Die blinkt immer noch. Meine Fresse. Flüchte. Niemals aufgeben. Will einfach nicht flüchten. Jetzt flüchtet sie endlich. So, ab auf die hier. Schwingen und los! Angriff. Brecht ihren Mut! So schnell wir können! Da ist ja auch noch ein Eingang. Die waren mal noch da. Bewegung, Streitwagen! Die haben es geschafft hier. Warte mal. Päuschen. Die flüchten beide. Dann greift ihr die Söldner an. Ihr die Steinewerfer. Und ihr ballert auf die Steinewerfer. So, das ist gleich erledigt. Zack. Schickt ihnen einen Hagelsturm. Na, noch ist es nicht erledigt. Ach, das ist der General. Deswegen dauert er so lange. Ja, kümmert euch um die Steinewerfer. Schleudern, los! Ja, noch blickt der General. Was geht hier ab? Soldaten von Khati! Ja, die da verschieben. Boom! Hol euch der Tod! Für Ruhm und Ehre! Ja, versucht ihr euch mal durchzuquetschen. Ihr greift hier mit zu. Greift entschlossen an! Schwingen und los! Bewegung! Das kann auch nicht mehr lange dauern. Hier kurz gucken. So, General ist weg. Der ist auch geschlagen. Zumindest der eine. Mir nach, Männer! Die sind auch gleich geschlagen. Kommt. Streitwagen. Boom, Alter, haben wir auf die Plänkler hier. Oh, Leute, flieht doch mal.
Ach, wollen sie einfach nicht. Unsere Feinde erwarten uns. Aber jetzt, aber die Idioten haben sich wieder entspannt. Ja, die Plänkler sind auch geschlagen. Nochmal ein Schöpfchen. Denn die haben sich durchgequetscht. General kommt da mal mit ran. Ist erledigt. Und das ist auch ganz günstig, dass das schon erledigt ist. Ja, da zwei Einheiten, ne? Du mal in die rein. Du mal in die rein. Und die anderen beiden Wagen. Die könnte ich hier schon mal aufstellen. Ja, Schleuderer können ruhig noch einen Tick näher ran. Und weiter. Da sind sie ja. Oh, die sind auch gleich wieder weg. Speerträger da. Im Namen Khatis! Äxte! Nein! Im Namen Khatis! So. Marschiert, Brüder! Segel setzen! Steinigt sie! Nein, du greifst damit weiter an. Ihr Narren! Und hier, ne, die haben sich. Das ist eine fliehende Truppe. Ich verstehe das nicht, warum sie das so programmiert haben, dass die sich jetzt da von meinem Befehl abbringen lassen. Nur weil sie durch eine fliehende Truppe durchfahren. Also, Creative Assembly, da müsst ihr nochmal nachbessern. Niemals aufgeben! Ich meine, dass sie auf, ne, dass sie mehr Zeit brauchen, weil sie aufgehalten werden. Das ist ja alles okay. Aber dass sie den Befehl dann einfach nicht weiter ausführen, das ist in keinster Weise okay. Oh, die Steinschleuder. Schießen wir jetzt erstmal auf die. Irgendwas ballert hier. Da. Schlagt ihre Schädel ein! Schleuderer! Feuer! Speere! Blut und Schlacht! Schleudern! Los! Na, ist das hier erledigt? Das sieht so aus, ne? Dann ziehen wir jetzt nämlich die Wagen raus. Der Triumphruf! Tisch und Tisch. Ab auf die hier. Die sich aber schon wieder zurückziehen. Greift ihr hier mal zu? Heute sterben sie. Das ist erledigt. Keine Gnade! Also außer der General, erstmal weiter vor. Beeilung! Und eine davon nach da. Verliert keine Zeit! Steinschleuder weiter! Schneller jetzt! Wir kämpfen für Hati! Okay, die sind wieder erledigt. Steinigt sie! Dann schmeißt ihr mal der drauf. Niemals aufgeben! Tja, die wurden geschlagen. Dann haltet der die Stellung. Müsst ihr nicht noch mehr Infanterie sein? Das ist unmöglich! Ach, da sitzt noch einer dran. Greift entschlossen an! Da ist zu spät gesehen. Wir kämpfen ein andermal. Der Sieg erwartet uns. Ja, geht mal da von hinten ran. Ihr macht mal dazu. Im Namen Khatis. Ihr geht damit hin. Laufschritt. Oh, warte mal, ihr kommt doch chillig an die hier ran. Schleudern, los! Steine in die Luft, los! Wie sollen wir siegen? Den Wagen kommen wir mal von da. Ihr könnt eigentlich da mal mit ranklatschen. Sie ist aber schon am Fliegen. Ich glaube, das ist gleich erledigt. Da ist der Sieg. Dann beenden wir hier auch die Schlacht. Naja,
paar Leute werden wir verloren haben, aber ich denke mal, es hält sich in Grenzen. Hat er sich erst ein bisschen gewehrt, aber nach dem Tritt in die Eier war es dann für ihn vorbei. Ja, 52 Mann aber verloren, das ist so quasi gar nichts. Das ist nächste Runde sofort wieder da. Wir besetzen hier. Und da war die nächste Siedlung. Mein Ruhm kennt keine Grenzen. Es ist natürlich auch eine mit Futter. Er hat Level 10 erreicht. Gibt's denn mal eine neue Rüstung? Schmeißen die denn mal alle keine Rüstung? Ja, da gibt's auch nichts. Da nochmal ganz kurz gucken, was mit dem 4 war. Okay, Wachstum der Arbeiterschaft minus 10 ist brutal. Gebe ich mir erstmal einen auf Abwehr. So, ein Japo zu bieten. Veteran aus Khati. Ich will Japo haben, nicht den General. Wir müssen Japo unbarmherzig sein. Ja, Zufriedenheit ist im Moment, glaube ich, gar nicht so schlecht. In Mühsal liegt Edelmut. Naja, Fischgründe haben wir schon und einen Holzfällerhof haben wir auch schon. Das ist eigentlich ziemlich geil. So, was ist noch alles zu tun? Okay, das ist der oben, wo wir Hubischna platt gemacht haben. Die Klinge von Khati. Ja, Dümäner hätten wir noch. Der steht da quasi aber auch schon bereit. Komm, stell die Lager. Zelt auf. Die Klinge von Khati. Und die haben wir auch noch. Packe ich hier auch erstmal ein Lager rein. Baut die Zelte auf! Voll viele Generäle in irgendwelchen Lägern. So, Siedlungsverbesserung. Wir haben hier aber unsere 5 Arbeitskräfte. Geht es jetzt schon? Oh, was denn jetzt? Ah, ja, weil ich das noch nicht habe. Oh, also müssen wir hier erstmal die Siedlung verbessern. Nehme ich mir aber hier kurz die 2 Arbeitskräfte auf, bevor ich die hier ausgebe. Obwohl eigentlich... Ach, drauf geschissen, kommt. Wir nehmen hier die Bronze noch mit. Ostposten, Megiddo. Monument. Das bauen wir doch. Denn er hat ja auch noch einen Handelsposten für uns. Das ist wunderschön. So, hier geht noch eine Siedlungsverbesserung. Den nehmen wir auch erstmal mit. So, dann gucken wir uns den Bau nochmal an. Irgendwas mit Production. Nee. Ugarit. Die wichtigsten Sachen alle schon gebaut. Meinen Namen in Stein gemeißelt zu sehen. Könnte man, wenn dann, vielleicht noch diesen Großtempel hier bauen, aber das geht im Moment auch nicht. Der Tuvana. Sieht's im Moment gar nicht so gut mit der Zufriedenheit aus, ne? Minus 6. Militärpräsenz minus 6. Das ist ja, weil das Seevolk da drin steht, ne? Aber ist egal. Dagegen können wir ja was machen. Der kriegt ihr den erstmal. Na, hier ist Zufriedenheit super. Können wir so produktionstechnisch auch nichts machen. Tarsus. Ja, da warten wir ja auf den hier. Da mache ich auch erstmal nichts. So, dann sind wir quasi mit dieser Runde fertig und können die ganz entspannt morgen in der nächsten Folge abschießen, denn hier haben wir das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und seht uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis dann und ciao.